Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. Mein Name ist Michael und wir geben uns jetzt da draußen vor dem Rathaus, weil wir hier drin keinen Empfang haben. Da machen wir weiter. Ja, da haben wir das jetzt aufgehört. Und ja, gehen wir nach draußen und schauen, wie es weitergeht. So. Nicht weiter. Da hinten ist noch eine Pflanze. Die nehmen wir doch gerne mal mit. Ich denke mal, dass wir da rauskommen. Was ist hier für eine Tür? Hier ist auch noch eine Pflanze. Ja, hier kommt man nicht raus. Okay. Dann die Tür. Ah, Lena Pointesilien. Nett. Okay. Ja. Einfach mal die Tür eintreten, kein Problem. Ah. Ein Schuss noch mit der Schrot. Okay. Haben wir voll. Das haben wir ja gerade vor. Unglaublich, dass diese Mistkerle Lilly als eine Art Versuchskaninchen benutzt haben. Und dann so dreist sein, mich zu schicken, um ihr Chaos zu beseitigen. Wie ein richtig kranker Scherz. Ja. Und noch mehr Pistolenmuni. Ja, habe ich alles gerade schon noch liegen lassen. Hier war ich aber gerade nicht drin. Nö. Wo ist die Leiche hin? Ja, nee, ist klar. Verdammt. Der Mistkerl hat Lilly immer noch. Und jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Tja. Wir haben den Kontakt mit dem Marker wiederhergestellt, Agent Kidman. Wurde auch Zeit. Stellen Sie ihn durch.
Sebastian? Sebastian, bist du da? Hallo. Endlich. Alles in Ordnung? Dieser Psycho läuft hier immer noch frei rum. Der Emitter scheint ihn verlangsamt zu haben. Aber er ist entkommen. Und er hat Lilly. Sie hat bestimmt schreckliche Angst. Ich muss sie finden, bevor er ihr etwas Furchtbares antut. Ich bin so nah dran. Ich kann es spüren. Wollen sie genauso sehr finden wie du, Sebastian? Ja, natürlich. Natürlich. Euer wichtiges Experiment soll ja bloß nicht fehlschlagen. Es wäre eine Tragödie, all die Zeit und das Geld zu vergeuden. Ich habe für mich gesprochen, nicht für Mobius. Ich habe beim Testen viel Zeit mit Lilly verbracht. Sie ist ein gutes Kind. Ich will nicht, dass sie leidet. Ich weiß, wie schlecht es steht. Aber ich habe Vertrauen in dich. Konzentrier dich auf die Aufgabe, dann können wir sie retten. Gemeinsam. Ja. Okay, du hast recht. Danke für die Motivation, Kidman. Mach dir keine Sorgen. Jetzt müssen wir herausfinden, wohin er sie gebracht hat. Er sagte, sein Name wäre Stefano. Stefano. Verstanden. Ich schaue, was ich herausfinden kann und schicke es dir dann. Okay. Ich schaue mal bei O'Neill vorbei. Vielleicht kann er mir helfen, diesen Psycho zu finden. Guter Plan. Sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Und... Sebastian? Ja? Viel Glück. Danke. Wohin hat er sie gebracht? Tja, wohin? Ich habe es wohl gerade rausgefunden. Er versteckt sich nicht besonders gut. Fast so, als ob er mich verspotten würde. Tja, wenn er einen Kampf will, dann kriegt er ihn. Ich muss nur einen Weg dorthin finden. O'Neill, ich bin's. Der Stabilisierungsemitter ist also wieder in Betrieb. Sagen Sie, dass Sie den Kern gefunden haben und zurückkommen. Nein, dieser Irre hat sie immer noch. Aber ich habe eine Idee, wo er sein könnte. Ja, ich sehe es auch. Ich empfange wieder das Signal, aber jetzt kommt es aus dem Theater im anderen Teil der Stadt. Okay. Wieder durchs Mark, schätze ich. Ich brauche vielleicht Hilfe. Bin dabei. Der Emitter scheint dort einige Durchgänge stabilisiert zu haben. Ausgang D5 dürfte am nächsten beim Theater liegen. Ich bin nicht sicher, was Ihnen dort begegnen wird. Passen Sie auf. Mittlerweile überrascht mich gar nichts mehr. Kapitel 6. Die Jagd ist eröffnet. Warte mal. Kam ich denn dahinter? Oh, da ist ja auch noch was, ne? Da war ja... ja. Okay, da war mal was. Bist nicht mehr da.
Medizintasche. Ja. Jetzt kann ich 4 tragen statt 3. Okay. Hier wird einmal gespeichert. Das mag und suchen wir nach Ausgang D5. D5. Das muss der Durchgang sein, den O'Neill erwähnt hat. Zugangstunnel West. Lily? Ich werde hier noch verrückt. So.
Wow, was haben wir denn hier Schönes? Waffenteile und grünes Gel. Wow. Krass. Richtig viel, Mensch. Ist ja unglaublich. Schießpulver. Das sieht nicht lecker aus. Wow. Was zum Teufel ist das? Scheiße, ne? Was ist denn das? Hör dir doch mal selbst zu, Myra. Eine Geheimorganisation hat Lily entführt und ihren Tod inszeniert. Merkst du nicht, wie verrückt sich das anhört? Aber es stimmt. Warum kannst du das nicht verstehen? Ich weiß, es ist schwer, Myra, aber sie ist fort. Unser kleines Mädchen ist fort. Ich habe einen Beweis. Myra, du bist besessen. Ruh dich aus. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du akzeptieren? Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Myra. Du hattest mit allem recht. Aber warum sehe ich das jetzt? Tja. Man sieht es meistens, wenn es zu spät ist. Fast in jeder Lage und jeder Situation. Leider.
gespeichert hat, er. Was? Ja. What the hell is going on? Shit. Oh Gott, wie groß dieses Ding ist. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Es hat mich gesehen. Ich muss verdammt noch mal hier raus. Du hast das Gefühl, dass wir schon mal gesehen haben, aber kannst aber nicht genau sagen, wann und wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Also beschließt du erst mit dem Zimmer aufzubewahren. Das erinnert mich irgendwie an Resident Evil. Die Figuren. Ich meine Resident Evil. Ich dachte, der Ort sollte verdammt noch mal stabil sein. War aber nicht mehr stabil. Ja. Die Zerstörung hat sich bis hier hinunter ausgebreitet. Keine Ahnung, wie lange das hier noch hält.
Jemand hat mich beobachtet. Lily. Irgendjemand hat Daten über sie gesammelt. Keine Bewegung. Sie sind von Morbius, oder? Mund halten! Sagen Sie kein Wort! Sie gehören nicht zu uns. Das ist richtig. Kidman sind es. Hören Sie, ich bin hier, um zu helfen. Mein Name ist Sebastian Castellanos. Sie lügen. Sebastian Castellanos ist tot. Was? Nein. Wer hat das gesagt? Umdrehen. Und zwar langsam. Sie sind Yukiko Hoffman. Woher kennen Sie meinen Namen? Mobius hat mich hergeschickt, um meine Tochter zu finden, Lily. Den Kern. Ich sage die Wahrheit. Ich weiß. Wirklich? Fehlende Mikroexpressionen und Abweichungen. Ein Unterschlupf ist das hier. Ich habe genug gesehen. Sie sagen die Wahrheit. Richtig. Die Teampsychologin. Ich muss mit dem überleben, was ich habe. Kampf ist nicht meine Stärke. Scheint hier oft so zu sein. Tut mir leid, dass ich Sie bedroht habe. Jetzt schicken Sie also schon Außenstehende? Das heißt, es wird nicht besser. Haben Sie schon andere Teammitglieder gefunden? Habe ich. Aber der einzige Überlebende ist O'Neill. Ian lebt? Gut. Hat er Fortschritte bei der Stabilisierung gemacht? Der große Emitter ist in Betrieb, aber hier fällt trotzdem alles auseinander. Und ich glaube, schuld ist dieser Psycho, der Lily entführt hat. Er läuft in Union frei herum und kann den Ort nach seinem Willen beeinflussen. Das heißt, meine Theorie stimmt. Das hier ist mehr als eine einfache Kerntrennung. Wir Ärzte nutzen den Begriff Psycho nicht gern in herabsetzender Weise. Aber in diesem Fall ist er angemessen. Nur ein klinisch diagnostizierter Psychopath könnte den Stan so beeinflussen. Eine psychopathische Persönlichkeit, die Lily zur Stärkung ihrer Macht benutzt. Das ist die schlimmstmögliche Situation. Sie sind auch Seelenklempnerin. Wie kann ich ihn besiegen? Psychopathen sind antisozial, ohne Empathie und weisen sadistische Neigungen auf. Aber die Hauptgemeinsamkeit ist ihr pathologischer Egozentrismus. Andere Leute sind ihnen egal, nur sie zählen. Wissen Sie, was ihm vielleicht wichtig sein könnte? Ja. Er glaubt, eine Art Künstler zu sein. Er redet nur darüber. Dann wäre seine Kunst der beste Weg, ihn anzu... Etwas für ihn Wertvolles zu zerstören, könnte ihn aus der Fassung bringen. Das merke ich mir. Aber erst muss ich ihn schnappen. Okay. Also Ausgang D5. Er ist hier. Gleich im nächsten Zimmer. Bleiben wir über unsere Kommunikation. Ich schaue mir meine Daten an. Vielleicht finde ich weitere nützliche. Ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter. So oder so. Er wird wohl schwierig zu bekommen. Sie können sich hier gerne bedienen, wenn Sie etwas brauchen. Glaubt Lily wirklich, ich sei tot? Oder war das... Tut mir leid.
aber sie glaubt es. Ich dachte bis vor kurzem auch, dass es stimmt. Aber mit den Jahren habe ich gelernt, Aussagen von Mobius mit Vorsicht. Es war nicht schwer zu sehen, dass sie die Wahrheit... Warum sollten sie das tun? Für was für Monster arbeiten sie? Ich weiß, es ist nicht richtig. Aber überlegen Sie mal. Lily ist wahrscheinlich weniger traumatisiert, wenn sie denkt, sie seien tot, als wenn sie denkt, sie leben, aber nicht bei ihr. Ja, vielleicht. Aber was, wenn ich sie endlich finde? Die psychologischen Scheiße. Ach nee. Wenn Mobius Psychopathen aus dem Stem fernhalten wollte, warum ist einer hier gelandet? Keine Ahnung. Jede Person im Stem hat vor dem Einsatz eine Reihe psychologischer Tests durchlaufen. Und wir haben sie von hier aus überwacht. Heimlich. Das hat ja super funktioniert. Ja, sind Psychopathie und Soziopathie unglaublich. Psychopathen sind oftmals gerissen und hochintelligent. Wenn sie ihre Diagnose kennen, dass er uns getäuscht hat, zeigt Folgendes. Er ist geschickt und selbstbewusst. Oft beunruhigt. Großartig. Ich fühle mich verantwortlich dafür. Sie sagten mir... Ich habe mich in dem Fall trotzdem irgendwas... Wie meinen Sie das? Die Kreaturen hier drin. Der Zerfall von Union. Der Ausfall der Kommunikation mit Mobius. Das ist sehr viel für eine Person. Selbst mit der Macht des Kerns. Er hat jemanden erwähnt. Eine andere Person, die Macht des Kerns wollte. Das könnte... Was? Aber ich muss noch... Die Teampsychologin. Ja. Ach, hier ein Spiegel. Schon mal gut. Hier kann ich auch speichern. Das war's. Ja. Oh, Controller leer. Da bin ich wieder. Okay, dann gehen wir mal meine Waffen aufrüsten. Mal gucken, was wir noch so aufrüsten können. Und die haben wir ja auch, stimmt. Waffenverbesserung. Boah. Die Feuerkraft 240. Aber dafür. Was kostet denn? Oh, 200. 20, was ist das? Wird wahrscheinlich der kritischen Schaden zu verursachen, wenn er die Schwäche des Gegners trifft. Explosionsbolzen? Achso, das sind die, ja, okay. Oh, ey. Das war jetzt 200. Kisten sind wenig, Alter. Dann sammle ich mal die mal noch herstellen. Ja. Ein Dia habe ich ja gefunden. Welche Nummer ist das? Die 2 oder die 4 oder? Das ist die 4. Ich habe die 2 nicht gefunden. Geh schon ran, Kidman. Ich bin hier.
Als ich Myra das erste Mal sah, hatte sie diese Uniform an. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte es mir noch nicht eingestehen. Aber als sie dann im Dienst verwundet wurde, konnte ich meine Gefühle nicht länger verbergen. Sie war eine so tolle Ehefrau und Mutter, dass ich manchmal vergesse, was für ein guter Detective sie war. Sie hatte recht gehabt. Sie wusste, dass mit Lillys Tod etwas nicht stimmte. Ich meine, Entführung. Ich hätte ihr von Beginn an glauben sollen. Du konntest die Wahrheit nicht vorhersehen, Sebastian. Das weißt du. Mir fehlt immer noch die zwei. Was ist denn das schönes Kätzchen? Oh, ein bisschen Gel. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir mal gucken, was wir noch so aufmotzen können, ne? Willkommen zurück, Detective. Mhm. Ach so. Ja. 5000 Gel. Ein Schlüssel habe ich noch. Ah. Nochmal 3000. Schön. Ach, ich will doch nicht ganz raus. Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie werden immer stärker. Aber es wird hier auch immer gefährlicher. Es ist keine Schande, sich auch mal zu verstecken. Und ich kann Ihnen dabei helfen. So. Ah. Was? 75.000? Was ist das denn? Du erhältst die Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten. Mhm. Was denn? Kugelhagel. Eine begrenzte Zeit lang steigt der Schaden durch Feuerwaffen mit. Jedem weiteren Schuss, der Effekt endet. Entweder du zeigst abgeladen oder... Lol. Eine begrenzte Zeit lang steigt der Schaden durch Feuerwaffen mit jedem weiteren Schuss. Sie wirken entspannter, Detective. Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Ich weiß nicht.
keine Ahnung, wem ich hier vertrauen kann. Anwesende eingeschlossen. Und das nach allem, was wir zusammen erlebt haben. Einsamkeit und Misstrauen sind, sich von anderen abzuschotten, verschlechtert nur ihren Zustand. Sie sind ein Mensch. Sie brauchen Kontakt zu anderen, wie Pflanzen das Licht. Ich brauche im Moment nur den Kontakt zu ihrer Maschine. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. So. Ab wieder durch den Spiegel. Hier wird gespeichert. Jo Leute, das war's mit dieser Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaut auf meinen Kanal vorbei, GamingMichaelBO. Kommentiert und lasst auch einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat oder euch gefällt. Und lasst auch ein kostenloses Abo da, wenn ihr das möchtet. Das wäre auch super toll und wird mich auch irgendwo weiterbringen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.